Willkommen zurück bei Batman. Ja, den haben wir natürlich erstklassig und gleich beim ersten Mal besonders getötet. Oh, jetzt müssen wir ihn ganz erledigen. Ja. Das finde ich ja ein bisschen geil. Der hat auch coole Sachen, ne? Sind die ganze Zeit. Geile Scheiße. Das sieht echt gut aus. Ja, das sieht echt gut aus. Können wir uns hier heroisch noch hinstellen. So, gut. So, dann knipsen wir mal aus hier. Wer hätte damit gerechnet? Du kannst den Bastard nicht töten. Muss ich was machen? Okay, gib Stoff hier, gib Stoff! Befreie dich! Okay. Oh, jetzt muss ich ja wieder was aussuchen. Ich dachte, das ist vorbei hier, die Scheiße! Alter, was kommt hier? Alter, warum kam das von da vorne? Okay. Ja, wie soll ich da so schnell reagieren, ey? Ja, noch mal davon weg, ey. Oh Gott, ey. Oh Gott, ey. Knapp ich. Ich musste ganz schnell machen. Oh. Ja, Gott sei Dank. Du Mistvieh. Ja, jetzt aber, ey. Jetzt stirb, du blöde Mistding, ey. Genau. Eingeweide raus. Hey, nur noch du und ich. Fledermaus gegen Vögelchen. Okay. Irgendwie hat er das Licht ausgemacht. Ich hoffe, ihr seht noch ein bisschen was. Okay. Wo ist das Vögelchen, Batman? Aha. Jetzt dachte ich, kommt eine richtige Nummer. Wo ist Cobblepot? Und wer ist die Frau? So was. Wen haben wir denn da, Mr. Freer? Es reicht. Freeze, es reicht. Ja, natürlich. Du wirst das, was du getan hast, bereuen. Hast du gehört, Cobblepot? Das Heilmittel, Freeze. Es gibt keins.
Was? Lass es mich erklären. Es war leicht, ein Heilmittel für die Krankheit des Clowns zu erschaffen. Bedauerlicherweise zerfällt dieses Heilmittel zu schnell. Es benötigt einen stabilisierenden Bestandteil, irgendein verbessertes Enzym. Ohne das zerfällt es, bevor es seinem Wirt helfen kann. Ich habe das da schon mal gesehen. Die Suche nach einem geeigneten Enzym wäre nicht das einzige Problem. Es müsste angepasst werden, und zwar an die menschliche DNS. So etwas dauert Jahrzehnte. Eine Zeitspanne, die dir sicher nicht zur Verfügung steht. Was ist, wenn ich dir sage, dass es einen Mann gibt, der diesem Enzym seit Jahrhunderten ausgesetzt ist? Wer ist dieser Mann? Sein Name ist Ra's al Ghul. Bring ihn zu mir. Ich brauche eine Blutprobe von ihm. Es ist deine einzige Hoffnung. Ra's al Ghul ist tot. Dann sind der Clown und du dem Untergang geweiht. Nicht zwingend. Es muss mir nur jemand sagen, wo sein Körper ist. Dann kann ich zu ihm und ihn aufwecken. Essie? Ketzer! Du bist es nicht würdig, Ra's al Ghuls Namen auszusprechen. Du bist ein Narr, Batman. Du hast deine letzte Hoffnung entkommen lassen. Nein, Victor. Wenn Ra's al Ghul in Arkham ist, habe ich nun eine Spur, die zu ihm führt. Alles klar. Wieder was dazugelernt, aber Charakter Solomon Grundy. Ja, den haben wir ja ordentlich, das Gesicht verschönert. Wir gönnen uns mal einen Kampfpanzer, auf jeden Fall, damit wir mehr aufs Gesicht kriegen können, ne, auf der Omme. Das ist auf jeden Fall gut. Ich brauche mehr Upgrades, wa? Ich brauche mehr Upgrades, was soll ich machen? So, und dann haben wir ja hier Mr. Freeze hatten wir auch noch nicht. Das wollte ich hier auch schon mal. Da gab es den ja noch nicht. Victor Freeze war ein brillanter Chirologe, dessen Frau Nora an einer tödlichen Krankheit litt. Er versetzte sie in einen Kälteschlaf und begann nach einem Heilmittel zu suchen. Als die Firma, von der er sich die Forschungsarbeiten finanzieren ließ, den Geldfluss stoppen wollte, gab es einen Unfall. Dabei wurde der Körper von Freeze in eine Weise verwandelt, dass er nur noch bei Temperaturen von unter 0 Grad existieren kann. Während er nach einem Weg sucht, wie er seine Frau wieder zum Leben erwecken kann, schützt er sich mit Kältewaffen und einem speziellen Schutzanzug. Seit Arkham City eröffnet wurde, scheint Freeze verschwunden zu sein. Aber wir haben ihn wiedergefunden. Das ist auf jeden Fall bemerkenswert und auf jeden Fall ist es so. Wer war er denn hier? Black Mask. Wer ist das denn? Kennen wir den schon? Nachdem seine reichen Eltern auf verdächtige Weise bei einem Brand ums Leben kamen, erlebte Roman Sionis ihren Reichtum und richtete ihre Firma zugrunde. Erbte. Nachdem Bruce Wayne sich in die Firma einkaufte und sie damit gerettet hatte, begann Sionis ihn zu hassen. Auf dem Masken fixierte Sionis schnitzte sich aus dem schwarzen Sargdeckel seines Vaters eine Maske und versuchte an Wayne Rache zu nehmen. Beim Kampf gegen Batman brannte sich die Maske in sein Gesicht ein und machte ihn zu Black Mask. Oh, cool. Eine Ewigkeitsmaske. Aber ist das nicht beim Duschen und Sauna gehen total ätzend? Sionis ist ein gefürchtetes Bannenoberhaupt und einer der mächtigsten Gangsterbosse von ganz Gotham. Sein Hass auf Batman kennt keine Grenzen. Ja, das glaube ich. So, wo haben wir denn die Hackfresse hier? Ist es der hier? Ja! Solomon Grundy. Vor über 100 Jahren wollte sich der Mörder Cyrus Gold im Slaughter Swamp vor dem Gesetz verstecken. Dort erteilte ihn ein Schicksal schlimmer als der Tod. Geheimnisvolle Kräfte verdammten den nunmehr unsterblichen Grundy zu einem immerwährenden Kreislauf von Leben und Wiedergeburt. Seiner Erinnerung beraubt, nahm er den Namen des Kinderreims an. Solomon Grundy, geboren am Montag, getauft am Dienstag, heiratet am Mittwoch, krank am Donnerstag, schlimmer wurd's Freitag, gestorben am Samstag, beerdigt am Sonntag. Das ist das Ende von Solomon Grundy. Und jetzt das gänzliche Ende. Komplett ausgelöscht. Wir haben ihn. Neue Ausrüstung. Welche neue? Was haben wir neu?
Ausrüstung neu. Was haben wir da? Ach ja, diesen Waffen, das Waffenstörgerät, stimmt, ja. Und Kampf, sonst haben wir hier Multi ausschalten und dann Klingducken ausschalten. Was auch immer das ist. Sammel. Achso, ja, den müssten wir erstmal noch freischalten, ne? Den können wir noch nicht. Okay, ich wäre ja auch mal wieder richtig geil für... Für eine Catwoman-Folge. Dafür wäre ich sehr zu haben. Finde Ra's al Ghul und besorge von ihm eine Blutprobe. Ne? Scanne das Blut der Assassine, um eine forensische Spur zu erzeugen und ihr zu folgen. Ja, das müssen wir auf jeden Fall erstmal machen. Wo ist die Alte? Ah, hier. Genau. So, das können wir jetzt hier erstmal scannen, dann haben wir das nämlich schon mal weg. Jetzt Oracle, neuer Plan. Ich verfolge die League of Assassins. Wieso? Was haben die mit all dem zu tun? Oh, eine Sekunde. Geht's um Ra's oder seine Tochter? Beides. Pinguin lässt ein Mitglied der League of Assassins im Gefängnis festhalten. Ich kenne das Zeichen. Sie ist ein Mitglied von Talias Elitewache. Ich wusste es. Was ist nur an dieser Frau, dass sie für dich augenblicklich zur wichtigsten Person der Welt wird? Oh. Talia ist nicht das Ziel, Barbara. Ich habe Freeze unfertiges Heilmittel hochgeladen. Ich glaube, die Antwort findet sich... in Ra's al Ghuls Blut. Okay, Bruce, ich schätze, du musst ihn suchen. Aber lass dich nicht ablenken. Sie darf dir nicht wieder in die Quere kommen. Okay. Sag mal, was sind das eigentlich für geile Kronleuchter? Habt ihr die sehen, wie die übelst hin und her wackeln? Das ist ja Wahnsinn. Über die frühen Jahre des nahezu unsterblichen Ra's al Ghul, dem Anführer der League of Assassins, dessen Name Kopf des Dämons bedeutet, ist wenig bekannt. Die was? Lazarus Gruben mystische und alchemistische Gebräuche haben ihn jahrhundertelang am Leben gehalten und stets verjüngt. Ra's, der ein brillanter Stratege und gleichzeitig ein Organisationsgenie ist, plant, die Erde von ihrer ökologischen Zerstörung zu bewahren und aus diesem Grund einen Großteil ihrer Bevölkerung auszulöschen. Er sieht in Batman sowohl einen würdigen Gegner als auch einen möglichen Verbündeten. Batman hat für Ra's dystopische Weltanschauung allerdings nichts übrig. Um Batman auf seine Seite zu bringen, hat Ra's Batman sogar mit seiner wunderschönen Tochter Talia al Ghul verkuppelt. War das jetzt Talia gewesen, die Alte? Das kann wohl, wa? So, wir müssen hier erstmal raus. Die haben ja hier richtig... Da, die haben wir ja auch noch, Talia. Das war die bestimmt, hundertprozentig. Die eigensinnige Tochter von Ra's al Ghul und immer mal wieder die Freundin von Bruce Wayne, Talia al Ghul, steht in der League of Assassin an zweiter Stelle. Als Meisterin im Nahkampf hat Talia schon oft gegen Batman gekämpft. Batmans ausweichende Verhalten hat ihn für sie nur noch interessanter werden lassen. Diesen Umstand macht sich auch ihr Vater zunutze, dessen Suche nach einem männlichen Nachfolger schon wahnhafte Züge angenommen hat. Talia weiß, dass sie irgendwann gezwungen sein könnte, zwischen ihrem Vater und ihren Geliebten zu wählen. Okay. Gut. Sind wir jetzt im richtigen Flügel eigentlich? Nee. Da ist ein Ausgang, benutzen wir aber nicht. Alles klar. Gehen wir halt hier lang. Wieder in die Kammer des Schreckens, oder? Oder wo sind wir jetzt? Ich habe gar nicht hingeguckt. Wo sind wir jetzt? Ah, wir sind wieder drauf. Ach, hier gab es die ganze Zeit eine verdammte Kacktür. Gut, aber ich bin jetzt wieder mal dafür, dass wir, sag schnell. Tiger Zentrale, hier eher Tiger 7. Eine Nebenmission. Wir nähern uns jetzt der Zielposition. Die Gasse ist menschenleer. Wärmeabtastungen zeigen keinerlei Aktivität. Sekunde. Da liegt ein Körper, ist offenbar unbekleidet. Wärmesignaturen. Ist noch nicht lange tot. Mann, sieht aus, als hätte man seine Gesichtshaut weggeschnitten. Wie ungewöhnlich. Setzen Sie Ihre Patrouille fort, Captain. Keiner der Insassen geht nach diesem Muster vor. Ich vermute, da ging es um irgendwelche Revierstreitigkeiten. Vielleicht sollte das eine Boot...
Schaft sein. Genau. Und das gucken wir uns auf jeden Fall an, weil Halbnackte... Hier haben Sie eine Anfrage zur League of Assassins in den Bat-Computer eingespeist. Oh, und weitere Ausrüstung angefordert. Haben Sie schon über einen größeren Gürtel nachgedacht? Hab ich. Zu schwer. Macht mich langsam. Sag Bescheid, wenn's hier ist. Kann mich jemand hören? Komm! Ich höre dich. Hier herrscht völliges Chaos. Der Boss ist weg. Was? Wo ist Pinguin? Keine Ahnung. Er sagte noch, Batman kommt in meine Sammlung. Dann war er plötzlich weg. Zack! Das gefällt mir nicht. Glaubst du, dass er tot ist? Hat Batman ihn umgelegt? Warst du noch mal im Museum? Das Museum ist abgeriegelt. Da haben jetzt diese Drecksbullen das Sagen. Wir hätten sie abknallen sollen. Und wie lautet der Plan? Versteck dich. Wenn du Jokers Jungs siehst, leg sie um. Okay, Joker gegen Pinguin, aber den haben wir ja erstmal platt gemacht. So. Geht auf oder krepiert. Was ist denn das für ein Ekel? Worauf wartet ihr noch? Irgendwas ist hier sehr ekel. Ich sollte den Tatort scannen, um die Todesursache festzustellen. Alles klar. Was ist das? Der Angriff hat das Opfer sehr stark bluten lassen. Der Mörder trägt mit großer Wahrscheinlichkeit Spuren des Blutes an sich, ohne es zwingenderweise gemerkt zu haben. Geil. Okay. Die Gesichtshaut des Opfers wurde entfernt und der Kopf mit Verbänden umwickelt. Im letzten Monat gab es in Gotham 3 Morde mit immer der gleichen Vorgehensweise. Die Presse hat dem Mörder den Spitznamen Identitätsdieb gegeben. Wenn er jetzt in Arkham City ist, muss ich ihn finden und aufhalten. Wenn ich die Scan-Ergebnisse so filtere, dass sie die Blutpartikel des Opfers zeigen, führen sie mich vielleicht zu der Person, die das Opfer zuletzt lebend gesehen hat, oder zum Mörder. Genau. Ja, okay, was soll ich machen? Nochmal scannen? Letzte Chance, geht auf oder krepiert. Los, worauf ah, da. Alles klar. Zeit ist jetzt abgelaufen. Two-Face kommt, um Arkham City zu beherrschen. Was ist denn da los jetzt schon wieder, ne? Die machen ja... Die Fledermaus! Wo denn? Ach man, Jungs, das ist aber unlustig, wenn ihr alles wisst. Oh, Two-Face, Leute. Ja gut, haben wir ja auch gehört. Aber... Guck mal, die kommen schon wieder alle mit... Mit Schlägern. So, noch einer. Das wird wehtun, Missgeburt. Nein, wird's nicht. Oh, oh! Oh, das war ein Konter. Guck mal, normalerweise hätte ich jetzt Bede da ordentlich ins Gesicht gehauen. Oh, jetzt wollte er aber auch nicht. Guck mal. Ich brech dir alle Knochen im Leib. Die vertragen aber jetzt mittlerweile ganz schön viel, ne? Da dachte ich mir nämlich schon. Gut, jetzt haben wir die weg, jetzt können wir ja Blutspur weiter folgen. So, die geht natürlich hier auch lang. Oh. Kamera in Sektor 1 ausgefallen. Ja, okay. Da ist doch einer. Hallöchen. Warum hast du ihn umgebracht? Ja. Ich war das nicht. Ich bin kein Killer. Ich bin ein verdammter Klempner. Du musst mir glauben. Ich muss gar nichts glauben. Sag mir, was du gesehen hast. Da war dieser Kerl. Er hat dort eine Leiche hingelegt. Er sah seltsam aus. Auch wenn du mir das nicht glaubst. Er sah aus wie Bruce Wayne. Was? Ich weiß. Jemand muss ihn erwischt haben. Er hatte überall Schnittwunden und blaue Flecken, aber er war es ganz sicher.
Das arme Schwein trägt bestimmt sowas wie eine riesige Zielscheibe auf dem Rücken. Ihn hat sicher so gut wie jeder in Arkham angegriffen. Es könnte noch mehr Opfer des Identitätsdiebs in Arkham City geben. Ich sollte die Augen offen halten. Okay. Alle Gefangenen werden in regelmäßigen Abständen psychologischen Untersuchungen unterzogen. Aber das heißt ja denn, dass wir echt noch viel zu tun haben, ne? So, wir haben ja hier, was war das? Achso, ich muss ja mit der Maus immer drauf gehen, ich vergesse ein bisschen. Erweitertes Realitätstraining online. Was müssen wir machen? Ja klar, das gönnen wir uns noch, ne? Wir gucken uns das auf jeden Fall mal an. Widerstand dagegen. Wird nicht toleriert. Weil Ausrüstung ist immer wichtig. Da ist ein Pinguin. Two-Face will, dass du stirbst. Es gibt keinen Kopf. Komm zu Two-Face oder kämpf hier. Wir müssen bereit sein, zurückzuschlagen. Diesen Pennern hat er sich schon irgendwie gemeldet. Pinguin? Erweitertes Realitätstraining. Okay. Was muss ich machen? Ich muss da jetzt reinspringen und dann? Soll mir aber recht sein. Ich hasse es, wenn ich gerade versuche, irgendeinen Spinner umzulegen und seine Quäkstimme in meinem Ohr höre. Tönt mich ab. Ja, ich weiß, was du meinst. Hab ich dir schon erzählt, wie er mich mal auf Joker angesetzt hat? Nein. Wahre Geschichte. Ich saß auf einem dieser hohen Gebäude in der Nähe von Sinus und zielte mit einer Knarre durchs Fenster. Ich konnte Joker... Muss er... Wusstest du gar nicht wohin? Erweitertes Realitätstraining fehlgeschlagen. Aber wo sollte ich denn hin? Du willst es nicht wissen. Auf jeden Fall hat der Geschlagene zwei Tage auf mich eingelabert. Was macht er jetzt? Wer ist bei ihm? Irgend so ein Blödsinn. Die ganze Zeit dachte ich nur, halt deine verdammte Fresse, kleiner Mann. Sonst mache ich kehrt und jage dir auch eine Kugel in den Leib. Wo musste ich denn da hin? Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Jetzt nochmal, dann muss ich ja rechts oder so, ne? Ah, oh, jetzt schaffe ich den nicht, weil er wieder nicht abgesprungen ist, ne? Erweitertes Realitätstraining. Ach man, ey. Ah, manchmal ist das aber auch. Man drückt ja immer, ist ja nicht so direkt dann. Einfach so runter hier, ne? Ich muss ja Leertaste drücken, sonst geht er gar nicht über die Kante. Aber das wollte er jetzt wieder nicht machen. Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Aha, jetzt springt er mal wieder richtig ab, wa? So. Dann machen wir jetzt Sturz. Oh, dann zu früh. Was machst du denn damit? Das willst du nicht wissen. Will ich doch. Ich auch. Okay. Wir haben wichtigere Dinge. Erweitertes Realitätstraining fehlgeschlagen. Okay, dann muss ich denn irgendwie... Das probieren wir jetzt nochmal. Du wage es ja nicht. Ich weiß gar nicht, was ich kriege. Boah, ich bring die gleich um, ey. Die nerven mich dermaßen. Nein. Ich wette doch. Wenn ihr es unbedingt wissen müsst, beim Abschlussball hat sie getrunken. Hab's doch gesagt. Sie war besoffen und hat ihre Klassenkameraden... Boah, die sterben jetzt. ...hat sie alle mit einem Kartoffelschäler kalt gemacht. Was? Die sterben jetzt. Deshalb fesseln wir sie immer, wenn irgendwelche Klassentreffen anstehen. Jetzt zufrieden? Was macht der Flattermann hier? Ja, bestimmt nicht spielen, ey. Ist einfach, weil ihr nervt, ey. Vorsicht, die Fledermaus! Kommen wir jetzt noch mehr? Ach, einfach ätzend, ne? So, ich probiere es jetzt noch einmal. In dieser Aufnahme. Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Und dann hoffen wir mal, dass er funktioniert. So, los, komm! Puh. Arkham City ist eine Besserungsanstalt mit Chancengleichheit. Sogenannte Superkriminelle erhalten keine Sonderbehandlung. Nein! Training fehlgeschlagen. Okay, noch einmal. Aber nur weil ihr seid, probier es noch einmal. Ach, zu weit gemacht, ey. Es ist die blöde Fledermaus! Eieieiei. Das ist wirklich nicht einfach. Komm schon. Nein! Alle guten Dinge sind 3 oder 75. Ja. Die Antwort auf jede Frage ist ja auch 43. Oder? War 43? Achso, das Barschild. Ja, schick. Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Gibt's ja gar nicht, dass das jetzt so beschissen ist. Erweitertes Realitätstraining fehlgeschlagen. Das ist echt schwierig.
Okay. Ja, ich werde es, denke ich, mal offscreen probieren, ne, euch dann sagen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, ne, wenn es heißt, was suchen wir denn eigentlich? Ich glaube, wir machen dann ein bisschen so Bane, die Ton, ne, also suchen wir die Titan-Ton.